Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich, dass ihr am Start seid und zwar heute mit was Lehrreichem, was auch immer wieder sehr, sehr oft in League of Legends vorkommt und auch öfters mal bei mir angefragt wird. Und zwar, was kann ich tun, wenn ich behind bin? Um das allerdings zu klären, müssen wir jetzt erstmal überhaupt fragen, was heißt es denn eigentlich behind zu sein? Du kannst nämlich in drei Arten und Weisen behind sein. Das erste ist, du hast weniger Gold als dein Gegner. Das zweite ist, was übrigens kombinierbar ist mit dem ersten, du hast weniger XP als dein Gegner. Oder das dritte, du bist behind im Sinne von, dass du ein schlechtes Matchup hast. Das heißt, du hast vielleicht genauso viel Gold, genauso viel XP, spielst aber Kog'Maw gegen Draven, was jetzt nicht ganz so geil ist. Außer du bist ein Babobus. Als nächstes gilt es dann abzuwägen, wie behind bin ich denn eigentlich? Ja, man kann sehr behind sein, man kann wenig behind sein und hier schauen wir zunächst erstmal auf den Goldfaktor. Denn nehmen wir an, ihr seid gestorben, jetzt nicht als First Blood, also ganz normaler Kill, das wären 300 Gold, dann seid ihr, und davon spricht man meistens, erstmal behind. Natürlich seid ihr auch in XP hinter, aber wir fokussieren uns erstmal aufs Gold. Und hier macht es immer Sinn, wenn ihr behind seid, die Items gegenzurechnen. Das heißt, schaut an, was ihr im Inventar habt und schaut an, was der Gegner im Inventar habt und rechnet das einfach zusammen. Gehen wir also von dem Szenario aus, dass ihr einmal auf der Lane gestorben seid. Das war jetzt nicht First Blood, sondern einfach 300 Gold. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie behind bin ich durch diese 300 Gold? Und hier lohnt es sich immer, gegenzurechnen. Das heißt, schaut an, was habt ihr im Inventar, was hat der Gegner im Inventar. Wenn der Gegner nur 300 Gold mehr hat, dann kann es sein, dass ihr zwei Dorans Ringe habt und der Gegner zwei Dorans Ringe und Schuhe. Das bedeutet, wir haben einen Goldwert von 800 Gold gegen einen Goldwert von 1100, während Schuhe allerdings schwer zu werten sind. Sie geben keine AP, sie geben keine AP, sie geben keine AD. Das heißt, sie geben dir insgesamt auf der Map einen Vorteil und man kann dadurch Skills dodgen etc. Aber so ein richtiger Battlestat ist es eigentlich nicht. Das heißt, wenn man das Ganze vergleicht, seid ihr in diesem Moment nicht wirklich behind, sondern eigentlich relativ even. Was ebenfalls oft passiert ist, dass Spieler mit zu viel Gold zu lange durch die Gegend rennen. Nehmen wir das Beispiel, euer Midlaner roamt auf die Botlane und holt sich zwei Kills. Kommt danach aber wieder in die Mitte, ohne shoppen zu gehen, also direkt von unten, und hat immer noch, klar, er hat 2-0, aber nur seinen Dorans Ring im Inventar. Man könnte jetzt sagen, okay, er ist 2-0, der ist super krass, aber auf dem Blatt Papier ist er genauso stark wie ihr. Im Endeffekt seid ihr wahrscheinlich sogar etwas stärker, weil ihr noch eure Spells ready habt und weil ihr vielleicht sogar mehr XP habt als der Gegner. In diesem Fall seid ihr zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht behind und das ist jetzt eure beste Möglichkeit, den Gegner zu fighten, bevor ihr shoppen geht, weil wenn er dann shoppen geht und wiederkommt, ist er 600 Gold vor euch und dann seid ihr wirklich behind. Und hier fängt jetzt so ein bisschen die Kluft an. Ich sage immer, ein Kill ist kein Kill, also da kann man noch locker den Gegner traden und hat super gute Möglichkeiten, kommt immer aufs Matchup an, ne? Bei so einem Assassin-Matchup sieht das schon wieder anders aus. Cutter ein Kill heißt GG, aber bei zwei Kills ist das Game Over. Ja, das heißt natürlich, klar, ihr könnt immer noch die Lane gewinnen, wenn ihr der übelst krasse Banger seid. Die Frage ist nur, wenn ihr jetzt schon den Gegner zwei Kills gegeben habt, dann seid ihr offensichtlich nicht der übelst krasse Banger. Also ab 0-2, wenn ihr 0-2 steht, euer Gegner 2-0 oder irgendwie sowas in der Richtung, solltet ihr definitiv versuchen, nicht mehr mit dem Gegner zu traden und defensiv zu spielen, denn jetzt ist euer Gegner wirklich vor euch. Um ein kleines Fazit aus dem Goldpunkt zu ziehen, rechnet einfach immer euer Inventar komplett hoch, auch eine Flask zählt mit 500 Gold da rein, zumindest so lange wie noch Pots da sind, und rechnet das gegnerische Gold hoch und dann könnt ihr sehen, okay, wie weit seid ihr eigentlich behind. Ja, es können 300 Gold sein, 500 Gold, 600, 700, wie auch immer. Und je größer das Gap natürlich ist, umso defensiver solltet ihr spielen. Natürlich kann man das nicht immer so wählen, weil es gibt einige Items, die sind ein bisschen krasser und wenn sie Power Spikes haben, wie so ein Ludens, kann das natürlich mehr ins Gewicht fallen. Aber das ist erstmal eine grobe Rechnung. Der zweite Punkt, den wir haben, ist XP. Natürlich, klar, hier ist es genauso wie mit dem Gold. Ihr könnt extrem behind sein in XP, zum Beispiel 1-2 Level. Oder auch nur ganz dezent, 10%. Aber auch hier ist es wichtig, in XP zu behind sein, ist sehr, sehr gefährlich. Ein Level als Beispiel ist noch gerade so okay, ne, das ist in Ordnung. Zwei Level behind zu sein, ist schon GG. Also wenn ihr zwei Level hinter eurem Gegner seid, solltet ihr den definitiv nicht mehr traden. Wenn es allerdings um XP geht, kann man das Ganze etwas manipulieren, dass es nicht ganz so krass ist. Nehmen wir an, ihr seid ein halbes Level, also 50% hinter eurem Gegner in XP, was schon relativ viel auf jeden Fall ist. Habt ihr also 70% XP, ist euer Gegner mit 20% XP schon im nächsten Level. Ja, das heißt, traden mit einem Level behind geht zwar noch, ist aber nicht ganz so geil. Ihr könnt das Ganze so manipulieren, dass ihr erst tradet, sobald ihr im nächsten Level seid. Das heißt, ihr habt zum Beispiel 0% XP und euer Gegner hat 50%. Klar ist euer Gegner vor euch, aber er hat leveltechnisch keinen Vorteil. Auch hier gibt es eine Steigerungsform von, Achtung, jetzt aufgepasst, wenn ihr wirklich einer seid, der absolut immer noch traden möchte. Nehmen wir an, ihr seid Level 6 mit 20% XP.
Euer Gegner ist ganze 180% XP vor euch, also gerade Level 8 geworden. Normalerweise 2 Level vor euch, Level 6 bis 8, solltet ihr nicht mehr traden, da ist das Gap wirklich zu groß. 180% sind aber nicht genau 2 Level. Das heißt, wenn ihr jetzt diese 80% bei euch draufrechnet, ihr habt ja schon 20%, dann kommt ihr auf Level 7. Wenn bei dem Gegner 80% draufgerechnet werden, er hatte 0, ist er bei Level 8 mit 80%. Das heißt, ihr seid Level 7, er ist Level 8. Und auch hier, obwohl ihr eigentlich effektiv wirklich fast 2 Level hinter ihm seid, seid ihr jetzt gerade effektiv in diesem Moment nur 1 Level hinter eurem Gegner und ihr müsst diesen Zeitpunkt nutzen, euren Gegner zu fighten. Wenn ihr das denn wirklich wollt. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen wirr, zur Not einfach nochmal anhören. Der wichtigste XP-Unterschied ist übrigens der von Level 5 zu Level 6. Das heißt, hier müsst ihr immer, wenn ihr wisst, der Gegner wird vor euch Level 6 werden, weil er A mehr XP hat oder weil er derjenige ist, der die Wave zuerst cleart und dadurch zuerst Level 6 wird, extrem defensiv spielen. So lange, bis ihr mindestens selber Level 6 habt. Denn wenn euer Gegner Level 6 wird und ihr selber noch Level 5 seid, dann ist das in den meisten Matchups so, dass ihr danach sterbt. Also in diesem Falle ruhig mal ein paar Minions aufgeben, bisschen safe spielen und dann warten, bis die Minions an deinem Turm safe zu clearen sind und du selber auch Level 6 wirst. Wir haben jetzt geklärt, was es bedeutet, behind zu sein. Gerade bei XP haben wir auch schon so kleine Lösungsansätze gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir zum Goldpunkt. Was sollte ich denn jetzt tun, wenn ich im Gold behind bin? Was übrigens dasselbe ist, als wenn du im Matchup behind bist. Was bedeutet es, im Gold behind zu sein? Das bedeutet im Endeffekt, dass ihr die Person seid, die immer auf die Fresse kriegt. Wir verbildlichen das Ganze mal und folgendes. Ihr müsst gegen euren Gegner ein Autorennen machen, aber nicht so, ne, wer ist schneller da, sondern ihr fahrt aufeinander zu und der Verlierer, der explodiert. Da euer Gegner aber vor euch ist mit 2 Kills, hat der, keine Ahnung, 500.000 Euro und ihr habt nur 100.000 Euro. Achtung, die Zahlen sind frei erfunden und nicht realitätsgemäß. Was ihr jetzt also tun könnt, ist, ihr könnt euch einen Wagen kaufen, um den Gegner, ja, versuchen zu kaputt zu machen. Das Problem ist aber, dass euer Gegner immer mehr Geld hat und auf jeden Fall den besseren Wagen kriegt. Ihr habt einen kleinen PKW, euer Gegner hat einen richtig geilen, fetten Monster-Truck. Er hat das geilere Auto, ihr fahrt auf ihn zu, ihr explodiert. Ganz einfache Geschichte. Und so ist es auch in League of Legends. Ihr kauft ein Schwert, euer Gegner kauft 3 Schwerter. Ihr kauft einen Stab, euer Gegner kauft einen gewaltig fetten, riesigen Stab. Ihr kauft ein Metzelmesser, euer Gegner kauft 12 Metzelmesser. Wie wollt ihr gegen jemanden gewinnen, der immer mehr Metzelmesser und Stäbe und was weiß ich hat, als ihr? Geht nicht. Außer er sackt übelst rein. Das heißt, was ihr jetzt macht, ihr kauft euch von eurem Geld kein PKW, sondern einen Bagger. Klar, ein Bagger ist auch teuer, aber das vernachlässigen wir mal. Mit dem Bagger habt ihr zwar nicht die Möglichkeit, den gegnerischen Monster-Truck kaputt zu machen oder so, aber ihr habt die Möglichkeit, dass er nicht über euch drüber rollt und er kann euch die ganze Zeit wieder anfahren und ihr nehmt nur ganz, ganz wenig Schaden und habt wenig Probleme, mit dem Gegner klarzukommen. Kauft euer Gegner ein Maschinengewehr, dann kauft ihr keine Pistole, sondern eine schusssichere Weste. Hat euer Gegner ein riesiges Schwert, dann kauft ihr eine Rüstung. Denn, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, defensivere Items scalen meistens besser als aggressive. Nur als Beispiel, eine Kloss Armor für 300 Gold gibt euch 15 Rüstung. Ein Longsword für 350 Gold, also noch teurer, gibt euch nur 10 AD. Man kann es jetzt nicht 100% vergleichen, weil es eine Flat ist. Ja, das heißt, AD sind immer ein gewisser Wert und Rüstung ist immer prozentuale Reduzierung. Aber grundsätzlich, ganz grob, kann man das schon so machen. Wenn ihr selbst also die ganze Zeit nur defensive Items kauft, während euer Gegner, der vorne ist, nur aggressive Items habt, gibt es die Möglichkeit, dass ihr erstens nicht sterbt und zweitens kann man sogar solche Matchups ab und zu dadurch gewinnen. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern und viele von euch haben dieses Gefühl auch schon gehabt. Ihr spielt sowas wie Yasuo Toplane und ihr spielt gegen Garen. Ihr baut ein Damage-Item nach dem anderen, ihr habt den Gegner sogar einmal gekillt. Der Garen baut nur defensive Items und trotzdem killt er euch. Ich denke, das Beispiel kennen sehr, sehr viele von euch. Hierzu muss man allerdings sagen, da ist nicht jeder Champion gleich gut. Ja, das heißt, grundsätzlich die besten, die es hier gibt, sind Tanks. Denn wenn ihr einen Champion auf der Toplane spielt oder auch sowas wie Irelia, dann baut ihr halt jetzt nicht das Sheen, sondern ihr kauft Ninja-Tabis. Ihr baut jetzt nicht unbedingt irgendein Schwert, sondern ihr kauft euch eine Kettenweste. Auf der Toplane ist das gar kein Problem. In der Mitte wird es schon schwieriger, denn hier gibt es nicht so viele Defensiv-Items und bei AD-Carry ist das Ganze noch ein bisschen dünner. Was ihr auf diesen Lanes zum Beispiel machen könnt, ist, dass ihr sagt, ihr kauft euch zum Beispiel Mercury-Boots oder ihr kauft euch schon mal ein Magieresistenz-Item für ein späteres Banshees. Ihr müsst ja nicht immer alles sofort ausbauen. Ihr kauft euch ein Armguard statt jetzt das Magic-Damage-Buch. Und um auf die Botlane zurückzukommen, was ebenfalls aber auf der Toplane und auf der Midlane geht, was so ein absolut geiler Zwischenschritt ist, ist Dorans Items zu stacken. Wenn ihr sagt, ihr seid behind, dann könnt ihr einfach einen Dorans Ring zum Beispiel kaufen oder Dorans Blade, denn dieses Item gibt euch HP und gleichzeitig Damage. Das heißt, ihr seid defensiver und habt trotzdem aber auch gleichzeitig ein bisschen Offensive dazu bekommen. Es ist das optimale Item, einziger Negativpunkt und deswegen stackt man es auch nicht, euer Inventar ist halt instant voll. Solltet ihr aber als AD Carry Probleme gegen euren Gegner haben, kauft euch 2 Dorans Blades, im absoluten überkrassen Fall vielleicht sogar mal 3. Wobei ich von 3 eher abraten würde.
Es gibt auch eine Möglichkeit, das Golddefizit zum Gegner so ein bisschen zu manipulieren. Und zwar nehmen wir die folgende Situation, ihr seid beides Midlaner, euer Gegner hat 850 Gold, also fast 3 Kills Vorsprung und dadurch 40 AP mehr, er hat sich nämlich so einen richtig leckeren, gelben, saftigen Stab gekauft. Ihr schafft es allerdings in der Lane noch so ein bisschen zu überleben, ein bisschen safe zu spielen und kriegt 500 Gold zusammen. Jetzt sind wir an einem Zeitpunkt angekommen, wo man eine Entscheidung treffen muss. Und diese Entscheidung kann man nicht für jedes Game verallgemeinern, sondern man muss sie jedes Game erneut treffen. Die meisten würden sich entscheiden, auf der Lane zu bleiben und weiter Gold zu sammeln, bis sie irgendwas richtig krasses, geiles zusammenfarmen können. Vorteil hieran ist, ihr verliert keine XP, ihr verliert kein Gold, aber euer Gegner ist deutlich stärker, hat 40 AP mehr und im schlimmsten Fall böllert er euch aus dem Leben, ihr sterbt und verliert dadurch noch mehr Gold und noch mehr XP. Und euer Gegner ist halt super krass. Noch krasser, als er schon war. Die andere Entscheidung, die man treffen könnte, ist, ich gehe jetzt shoppen. Natürlich, auch hier besteht die Möglichkeit, dass man Gold und XP verliert, weil man nicht auf der Lane ist, während der Gegner sehr, sehr wahrscheinlich noch auf der Lane bleibt. Das kann man allerdings umgehen, wenn man so ein bisschen Ahnung von Wave Control hat. Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht, ja, schaut euch das mal an. Speziell hier kann man dann natürlich backgehen, wenn eine Kanone da ist. Also verliert man nicht unbedingt die gesamte Wave. Ihr geht also mit euren 500 Gold in die Base und kauft euch ein kleines Buch. Ihr kommt wieder zurück auf die Lane, habt im besten Fall nicht eine ganze Wave verloren, sondern so 4 Minions. Und jetzt schauen wir uns die ganze Situation nochmal erneut an. Ihr seid jetzt nur noch 20 AP behind. Klar seid ihr immer noch behind, aber nicht mehr ganz so krass. Es gibt genügend Matchups, die man auch gewinnen kann, selbst wenn man behind ist. Hust, Fizz. Ja, der killt dich noch mit 0-3. One-Shot. Das heißt, ihr habt euer Trading-Potenzial, wenn ihr wirklich Lust und Bock darauf habt, erhöht. Und auch die Möglichkeit, dass der Gegner euch komplett aus dem Leben ballert, verringert, weil ihr jetzt selber stärker seid. Ihr hättet natürlich übrigens auch einen Dorans Ring kaufen können, aber ich will es jetzt mal simpel halten, weil da habt ihr dann noch HP drauf und Mana-Rack und blablabla. Goldtechnisch hat euer Gold zwar jetzt, gerade weil er auch die ganze Zeit durchgefarmt hat, ein ziemlich gutes Lead. Er hat also noch mehr Gold als diese 850 wahrscheinlich aufgebaut. Aber dadurch, dass euer Gegner nicht shoppen ist und immer noch auf der Lane ist, hat er im Inventar diesen großen Stab, während ihr das Buch habt. Ja, man muss immer schauen, was hat man aktuell im Inventar. Und solange er nicht shoppen geht, und dafür könnt ihr definitiv so ein bisschen sorgen, habt ihr die Möglichkeit, dass er nicht stärker ist als ihr. Allerdings muss man hier berücksichtigen, der Gegner wird mehr XP haben und nicht selten ein Level vor euch sein. Das heißt, hier müsst ihr jetzt schauen, dass ihr diese XP, wie vorhin erwähnt, sehr, sehr gut manipuliert und schaut, dass euer Gegner vielleicht bei Level 6 80% ist und ihr selbst bei Level 6 0%. Ihr habt nur 20 AP weniger, seid dasselbe Level und ihr könnt den Gegner traden. Sollte euer Gegner schon Level 7 sein und ihr Level 6, dann ist das nicht die beste Idee. Ich weiß, das ist alles so ein bisschen verwirrend, aber ich denke, das sind sehr, sehr wichtige Faktoren, dass ihr sie mal gehört habt und sowas berücksichtigt. Ich sehe einfach immer und immer wieder, wie Gegner mit 2-0 in der Mitte rumrennen und immer noch einen Dorans Ring vom Anfang haben und ich selber schon einmal gestorben bin, auf die Lane komme und schon 2 Dorans Ringe habe. Normalerweise sollte mein Gegner mit 2-0 stärker sein als ich, aber dadurch, dass er nicht shoppen geht, und das sieht man gerade in tieferer Elo super, super oft, ist er nicht stärker und ich habe sogar die Möglichkeit, ihn zu killen und vor allem hat er nicht diesen Druck, diese übermächtige Situation, die er ausnutzen kann, weil er einfach keine Items hat. Normalerweise sollte er mich dominieren, nochmal töten und so, dass ich keine CS mehr bekomme. Die Realität sieht aber so aus, dass ich ihn kaputt mache, weil ich mehr Items habe als er. Die Entscheidung, die euer Gegner jetzt auf eure Entscheidung treffen kann, ist folgende. Das heißt, er sagt sich, okay, ich bleibe auf der Lane, farme mehr Gold und werde ihn danach erstmal vielleicht nicht fighten oder ich versuche ihn durch meinen XP-Vorteil, durch den Level-Vorteil, den ich eventuell aufbaue, dadurch zu bekämpfen. Die andere Möglichkeit wäre, dass er sagt, okay, mein Gegner geht shoppen, das heißt, ich gehe jetzt auch direkt shoppen und kaufe mir ebenfalls dieses tolle Buch und habe dadurch immer noch diesen 40 AP Vorsprung. Geht euer Gegner shoppen, könnt ihr selber auch shoppen gehen und so habt ihr selbst immer den Vorsprung vor eurem Gegner. Grundsätzlich gibt es bei diesem Thema immer noch extrem viel, worüber wir reden könnten. Das würde aber den Inhalt dieses Videos und vor allem die Länge sprengen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnte ich hierzu gerne einen zweiten Part bringen. Ihr könnt mir auch sonst gerne eure Ideen droppen, wo ihr sagt, ja, das war ein cooles Thema, aber hier wäre auch ein cooles Thema. Das heißt, euer Feedback ist sehr, sehr erwünscht. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich darüber also freuen. Auch ebenfalls darüber freuen, falls ihr das Video dann an euren Kumpel schickt, der ebenfalls keine Ahnung hat und weiter Longsword stackt, wenn er auf die Fresse kriegt und den Gegner weiter tradet. Schickt ihr dem das also. Ich wünsche euch was. Haut rein, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.